Ich zeige dir in diesem Video, wie du von einem Tonkopf einen Gipsabdruck nehmen kannst. Mein Name ist Kirsten Karajan. Ich bin vom Atelier Kikara in Berlin. Los geht's! Unterschneidungen, wie in diesem Fall Nasenlöcher oder die Einbuchtung am Kinn, stellen ein technisches Problem dar und sollten mit Ton ausgefüllt werden, damit man nach dem Guss die Form von dem Modell trennen kann. Über Nacht wird das Modell mit einem feuchten Tuch und einer Plastiktüte abgedeckt, damit der Ton weich bleibt. Für die Gipsform tackere ich mir einen Formkasten zusammen. Die Verbindungen vom Formkasten werden mit Ton eingestrichen, damit nachher der Gips nicht durchfließen kann. Um ein Kleben zwischen Ton und Gips zu vermeiden, brauche ich ein Trennmittel. Dazu zerstückel ich die Kernseife in leicht köchelndem Wasser und rühre das Ganze so lange, bis eine sämige Masse entsteht. Wenn die abgekühlt ist, füge ich das Leinöl hinzu und verrühre das Ganze noch einmal. Das Trennmittel wird nun mit dem Pinsel satt auf das Modell und den Formkasten appliziert. Jetzt kommt das Anrühren vom Gips. Man gibt immer den Gips in das Wasser, nie umgekehrt. Den Gips langsam einrieseln lassen, damit sich keine Klumpen bilden. So lange einrieseln lassen, bis man die Oberfläche erreicht. Dann das Ganze etwas einsumpfen lassen. Nun wird der Gips so lange gerührt, bis er eine cremige Konsistenz erhält. Jetzt wird der Gips in den Formkasten gegossen. Und gut verrührt. Und dann leicht durchgeschüttelt, damit der Gips die Möglichkeit hat, in alle Ecken zu fließen. Die Gipsform ist soweit fertig, sie ist allerdings noch sehr feucht.
Der Trocknungsprozess wird bis zu mehreren Tagen in Anspruch nehmen. Du kannst ihn beschleunigen, indem du einen Föhn zur Hand nimmst oder sie in die Nähe einer Wärmequelle stellst. Durch das Trocknen wird die Form auch wesentlich leichter werden. Ich weiß ja nicht, mit was du die Form danach füllen wirst. Ich werde Papiermaschee nehmen. Das zeige ich dir in einem anderen Video. Viel Spaß!